Willkommen zu unserem Gottesdienst. Dies ist der letzte Sonntag in Epiphanias, die Verklärung Christi. Und nächsten Mittwoch fangen wir an mit der Fastenzeit, Passionszeit und mit einem Gottesdienst um 9.30 Uhr morgens. Das erste Lied heute ist Liebster Jesu, wir sind hier und wir beten für einen gesegneten Gottesdienst.
Der Herr sei mit euch. Herr, lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Herr Gott, himmlischer Vater, der du deinen Sohn vom Himmel herab verklärt hast, hilf uns, dass wir die Offenbarung seiner Herrlichkeit gläubig aufnehmen und ihm willig nachfolgen, damit wir durch sein Leiden und Kreuz einst fröhlich auferstehen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herrn Gottes Wort zuerst aus dem Alten Testament, das 5. Buch Mose, das 34. Kapitel. Dann stieg Mose vom moabitischen Steppengebiet hinauf auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Pisgah, der östlich von Jericho liegt. Dort oben zeigte ihm der Herr das Land, das zu seinen Füßen ausgebreitet war, die Landschaft Gilead, die daran anschließend Gebiete bis hinauf zum Stammesgebiet von Dan, das ganze Gebiet des Stammes Naphtali, das Gebiet der Stämme Ephraim und Manasse und das ganze Gebiet des Stammes Juda bis zum Meer im Westen, ebenso das Südland und die Senke von der Palmenstadt bis nach Zoar. Er sagte zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen und von dem ich zu ihnen gesagt habe, euren Nachkommen will ich es geben. Du hast es jetzt mit eigenen Augen gesehen, aber du selbst darfst es nicht betreten. So starb Mose, der Diener Gottes im Land Moab, wie der Herr es bestimmt hatte. Gott begrub ihn dort im Tal gegenüber von Beth Pegor. Bis heute weiß niemand, wo sein Grab ist. Mose war 120 Jahre alt, als er starb, aber bis zuletzt war er rüstig geblieben und seine Sehkraft hatte nicht nachgelassen. 30 Tage lang hielten die Israeliten im moabitischen Steppengebiet für ihn die Totenklage. Josua, der Sohn Nuns, wurde nun Aufführer der Israeliten. Er war mit Weisheit und Umsicht begabt, seit Mose ihm die Hände aufgelegt und ihn dadurch zu seinem Nachfolger eingesetzt hatte. Die Israeliten gehorchten ihm, wie der Herr ihnen das durch Mose befohlen hatte. Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche erstaunlichen Wunder getan wie er, als er die Ägypten, den Pharao, seine Minister und sein ganzes Land die Macht des Herrn spüren ließ. Kein anderer hat vor den Augen aller Israeliten solche mächtigen und schreckenerregenden Taten vollbracht wie er. Soweit Gottes Wort aus dem Alten Testament. Die Epistel findet sich aufgezeichnet im zweiten Brief Petrus, im ersten Kapitel vom 16. Vers. Wir haben uns nicht auf Geschick erfundene Märchen gestützt, als wir euch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit bekannt machten. Wir haben mit eigenen Augen seine göttliche Hoheit gesehen, als er von Gott, seinem Vater, geehrt und verherrlicht wurde. Gott, der die höchste Macht hat, sagte zu ihm, dies ist mein Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt.
Als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. Durch dieses Erlebnis wissen wir noch sicherer, dass die Voraussagen der Propheten zuverlässig sind und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Ihre Botschaft ist für euch wie eine Lampe, die in der Dunkelheit brennt, bis der Tag abbricht und das Licht des Morgensterns eure Herzen hell macht. Denke aber daran, keine Voraussage in den heiligen Schriften lässt sich mit dem eigenen Verstand deuten, denn die Botschaft der Propheten ist nicht von Menschen gemacht, die Propheten sind vom Geist Gottes ergriffen worden und haben gesagt, was Gott ihnen eingab. Und soweit die Epistel. Das nächste Lied dann ist Jesus meine Freude und da nehmen wir auch unsere Geldopfer auf. Thank you.
Das heilige Evangelium kommt von Johannes, den 7. Kapitel, vom 10. Vers. Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren zum Fest, da ging auch er hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über ihn aus Furcht von den Juden, vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Wer von sich selbst aus redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Soweit das Evangelium. Nachdem wir das Wort Gottes angehört haben, wollen wir uns jetzt vor der Hohen Majestät Gottes demütigen und erstlich also beichten und sprechen. Da stehen wir und wir machen das zusammen. O allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich arme, elender, sündhafter Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, damit ich dich jemals erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich wohl verdient habe. Sie sind mir alle aber allerherzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich durch deine grundlose Barmherzigkeit und durch das heilige, unschuldige, bittere Leiden und Sterben deines lieben Sohnes Jesu Christi. Du wollest mir armen, sündhaftigen Menschen gnädig und barmherzig sein. Amen. Auf solch euer Bekenntnis verkündige ich euch allen, die ihr eure Sünden herzlich bereut, am Jesum Christum glaubt und den guten, ernstlichen Vorsatz habt, durch Beistand Gottes des Heiligen Geistes euer sündliches Leben forthin zu bessern, Kraft meines Amtes als ein verordneter Diener des Worts, die Gnade Gottes und vergebe euch, anstatt und auf Befehl meines Herrn Jesu Christi, alle eure Sünde im Namen Gottes des Vaters, Gottes des Sohnes und Gottes des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen dann das Glaubenslied und bitte setzt euch. Thank you.
Gnade, Friede und Barmherzigkeit sei mit euch, von Gott dem Vater und von seinem lieben Sohn Jesus. Amen. Unser Text heute Morgen ist das Evangelium von St. Johannes vom 7. Kapitel. Wir lesen die letzten paar Verse noch einmal. Jesus sprach: Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Das ist der Text, bitte setzen. Meine liebe Mitchristen, ihr habt mir gar nichts zu sagen, schreit die 15-jährige Jenny. Sie wollte am Wochenende auf eine Party gehen, aber ihre Eltern haben ihr es verboten. Jenny weiß natürlich, dass sie sich wohl etwas von ihren Eltern sagen lassen muss. Sie ist noch lange nicht volljährig. Und ihre Eltern sind doch ihre Erziehungsberechtigten. Trotzdem ist es für Jenny oft nicht leicht, das zu tun, was ihre Eltern bestimmen. Gewiss werden die Eltern Jenny erklärt haben, warum sie nicht zu der Party gehen darf, denn da könnte sie Alkohol oder Zigaretten, Rauschgift und allerlei schlechten Einflüssen begegnen. Aber die guten Argumente der Eltern werden für Jenny nicht sehr überzeugend sein. Die Eltern verlieren am Ende gewiss ihr Geduld und werden schließlich sagen: Du darfst nicht gehen, weil wir, deine Eltern, es sagen. Punkt. Nun, uns Christen geht es manchmal wie Jenny. Wir hören in der Kirche, wie man eigentlich als Christ leben soll und was man als Christ nicht machen soll. Aber in unseren Herzen denken wir an bestimmte Sachen oder wir sprechen sie sogar aus. Der Pastor oder ein Mitchrist hat mir da nichts zu sagen. In unserem Text finden wir einige Hinweise, wie Jesus Menschen überzeugt, dass sie das machen, was er sagt. Und wir wollen das auf uns beziehen und fragen: Warum sollten wir uns von Jesus etwas sagen lassen? Was können Teenager wie Jenny eurer Meinung nach am besten? Sicher ist Jammern ganz oben auf der Liste. Und ein zweites großes Talent hängt damit zusammen: Sie erkennen gut und schnell, was ihre Eltern, ihre Lehrer und ihre Pastoren alles falsch machen. Umso schwerer fällt es ihnen, einen Ratschlag, eine Aufforderung oder ein Verbot von einem diesen Vorgesetzten anzunehmen. Wenn doch noch, weil ich es sage, dazu kommt, dann brodelt es in den Jugendlichen. Der macht doch selber dies und das falsch. Von dem brauche ich mir nichts sagen lassen. Und teilweise haben sie auch recht. Wir Erwachsene machen viel falsch. Wenn Jesus den Menschen damals etwas befohlen hat oder sie auf Fehler hingewiesen hat, dann haben die Menschen auch bei ihm nach Fehlern gesucht. Nur ohne Erfolg, denn Jesus war Gott selbst und somit heilig und ohne Fehler. Er allein konnte von sich selbst sagen: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und niemand konnte es. Noch mehr, weil Jesus allmächtiger Gott war, konnte er durch gute Taten und Wunder seine Worte untermauern. Schaut, ich kann Kranke heilen, sogar Tote lebendig machen. Ich meine es gut. Macht, was ich euch sage, und es wird euch gut gehen.
Aber in unserem Text verhält sich Jesus irgendwie ganz anders. Jesus' Halbbrüder, die anderen Söhne von Maria, wollten, dass Jesus mit ihnen zum Laubhüttenfest nach Jerusalem kommt. Diese Brüder sprachen nun zu Jesus: Mach dich von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Seine Brüder hatten erlebt, dass Jesus eindrucksvolle Wunder tun kann. Und nun hatten sie die gute Idee, dass Jesus endlich seinen großen Durchbruch haben könnte. Er könnte bei diesem Laubhüttenfest die Herzen tausende von Menschen erobern, wenn denn zu diesem Fest pilgern Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem. Hätte Jesus hier ein paar Kranke geheilt oder sogar Tote auferweckt, wären alle auf seiner Seite gewesen. Niemand hätte mehr gefragt, ob Jesus es wirklich gut meint oder ob er das Volk verführen will. Aber Jesus machte das nicht. Er wollte nicht in dieser Art in Jerusalem auftreten. Aber warum nicht? Jesus wollte nicht, dass Menschen ihm nachlaufen und ihn gut finden, weil er äußerlich vertrauenswürdig erscheint. Nicht, weil er jemand ist, der ihnen mit ihren alltäglichen Sorgen und Problemen helfen kann. Jemand, der vielleicht etwas gegen die Unterdrückung durch die Römer unternimmt. Die Menschen damals sehnten sich nach dem Gefühl von Sicherheit. Aber genau diese Sicherheit wollte Jesus ihnen nicht geben. Auch wir Menschen heute sehnen uns nach Sicherheit. Trotz allem Misstrauen, das natürlich auch in uns steckt, folgen wir auch gern Menschen, die uns ein Gefühl von Sicherheit geben. Vielleicht Ärzte, die uns Hoffnung geben, dass wir wieder ganz gesund werden. Vielleicht Versicherungsvertreter, die uns garantieren, dass wir im Schadenfall versichert sind. Vielleicht Vermögensberater, die dafür sorgen, dass unser Geld gut angelegt ist. Ja, selbst die Teenager, die am lautesten jammern und über ihre Eltern klagen, wissen doch heimlich die Sicherheit, die sie zu Hause haben, zu schätzen. Immer ein voller Kühlschrank, keine Miete, kostenloses Internet. Es wäre dumm, sich unnötig von diesem sorgenfreien Paket im Elternhaus zu trennen. Menschen damals wie heute sehnen sich nach möglichst viel Sicherheit in dieser Welt. Jesus hätte alle Macht, Menschen diese Sicherheit zu geben. Aber er wollte das dann und er will das auch heute nicht. Und wir fragen, warum? Weil es eine falsche Sicherheit ist. Weil das Gefühl von Sicherheit in dieser Welt uns gefährlich machen kann für unser Leben nach dieser Welt. Ein Gefühl, dass man in seinem Haus gut geschützt, dass der Körper stark und gesund, dass man gegen jeden Unglück versichert und dass unser Einkommen sicher ist, das alles hilft uns nicht gegen unser größtes Problem. Es lenkt uns höchstens ab, damit wir das Wichtigste vergessen. Unser größtes Problem ist, dass wir vergessen und nicht ernst genug nehmen, wie wir vor Gott dastehen, hilflos, verschmutzt und verloren. Dass wir es vergessen können, dass Gott es ist, der entscheidet, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Da helfen all die Sicherheiten auf dieser Erde nichts. Und jetzt kommt das Wichtige. Da ist auch ein Jesus, keine Hilfe, der mir in meinem Alltag hilft und dafür sorgt, dass ich in diesem Leben gut durchkomme. Was wir brauchen, ist ein Jesus, der uns klar macht, wie falsch die Sicherheiten dieser Welt sind,
damit wir erkennen, wie wir dastehen und dass wir Rettung, Gnade und Vergebung brauchen. Und Jesus will uns zeigen, wo allein wahre Gewissheit zu finden ist. Jenny sitzt in ihrem Zimmer und ist ganz sauer. Sie ist weit davon entfernt, einzusehen, warum sie auf ihre Eltern hören sollte. Dem Juden damals ging es gar nicht so anders. Johannes berichtet, und es war ein großes Gemurmel über Jesus unter dem Volk. Einige sprachen, er ist gut. Andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Hätte man diese Leute gefragt, warum sollten wir uns von Jesus etwas sagen lassen? Einige hätten vielleicht gesagt, er scheint es doch gut zu meinen. Andere allerdings hätten gesagt, hört da nicht auf den. Er will uns alle nur verführen und in Unglück stürzen. Jesus geht nicht zusammen mit seinen Brüdern auf das Fest. Er will keinen öffentlichen Auftritt als Wunderheiler machen. Trotzdem geht er doch einige Tage später allein auf das Fest. Er geht allerdings nicht dorthin, wo die Beschäftigung am größten ist, sondern dorthin, wo nur einer redet und dann jeder Fragen stellen kann. Jesus geht in den Tempel, um zu predigen. Nun, wir wissen nicht, worüber er predigte, aber die Juden verwunderten sich über seine Worte und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortet, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Wer von sich selbst ausredet, der sucht seine eigene Ehre. Aber wer die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und hat ungerecht und hat keine Ungerecht in ihm. Jesus hätte sagen können, ich bin der, der die große Wunde getan hat, darum glaubt mir. Aber anstatt, sagt er, es geht hier nicht um mich, es geht um die Lehre und den Plan von dem, der mich gesandt hat, und das ist Gott. Mit anderen Worten heißt das nichts anderes als, ihr müsst mir gar nichts glauben, aber ich verspreche euch, wenn ihr es ausprobiert, so zu leben, wie es Gott will, dann werdet ihr merken, dass alles, was Gott sagt, die Wahrheit ist. Noch mehr, ihr werdet erkennen, dass diese Wahrheit euer Leben verändert. Schließlich hat Jenny widerwillig das gemacht, was ihre Eltern wollten. Sie ist zu Hause geblieben und hatte ihre Schularbeit gemacht und hatte dann ein A bekommen. Meint Jesus etwas Ähnliches, dass wenn wir uns an Gottes Regeln halten, dann wird unser Leben immer super, super laufen? Dann werden uns alle lieben? Ja und nein. Natürlich, Gottes Gebote sind etwas Gutes und dazu gedacht, dass es uns und den Menschen in unserer Umgebung gut geht. Dass Gottes Gebote nicht schlecht sind, das sehen alle Religionen im Großen und Ganzen ganz genauso. Jesus meint aber noch mehr, wenn er sagt, tut, was Gott in seinem Wort sagt und ihr werdet erkennen, ob es die Wahrheit ist. Habt ihr schon einmal versucht, einen Tag lang alle Gebote bis ins Kleinste zu erfüllen? So sehr wir uns auch Mühe geben, wir werden es nicht lange durchhalten, wenn wir darüber nachdenken, dass jeder Gedanke, das nicht zur Ehre Gottes ist, eigentlich Sünde ist, dann wird uns das schnell traurig machen. Und wenn wir jeden Tag wieder alles versuchen, Gott zu gefallen, dann wird es uns in jedem Fall deutlich bewusst, dass wir, was für unvollkommene Sünder wir wirklich sind. Dieses Scheitern und Verzweifeln gibt es auch in allen anderen Religionen.
Und was ist die gewöhnliche Lösung dieses Problems? Gib mir mehr Mühe, streng dich mehr an. Aber die eigene Anstrengung hilft nichts. Sie macht alles nur schlimmer. Dann fragen wir, welchen Ausweg Gott in der Bibel wohl vorschlägt. David betet im 40. Psalm: Ich harrte des Herrn und er neigte sich zu mir und hörte mein Schreien. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in den Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Wie zieht Jesus uns aus dem Schlamm unserer Versagen? Was ist der feste Grund, auf den Gott David gestellt hat und auch uns stellen will, damit wir wieder fröhlich und zuversichtlich werden können? Es ist die gute Nachricht, dass Jesus nicht nur in die Welt gekommen ist, den Menschen das Leben ein bisschen zu erleichtern. Nein, Jesus ist gekommen, um uns Gewissheit zu schenken. Gewissheit, dass Gott dich liebt. Gewissheit, dass Gott bereit ist, alles dafür zu tun, dass wir nach dem Tod nicht verloren gehen. Gewissheit, dass alles, was uns in diesem Leben zustößt, Gottes gutem Plan für uns dienen muss. Und woher kommt diese Gewissheit? Man findet sie nicht in uns, nicht in der Natur und noch weniger in der Welt. Diese Gewissheit, dass Gott dich liebt und dass du in den Himmel kommst, finden wir in Gottes Liebesbrief an uns, das heißt in der Bibel, besonders in der Nachricht vom Kreuz. Warum sollen wir uns von Jesus etwas sagen lassen? Er will dir die falsche Sicherheit wegnehmen und dir die echte Gewissheit geben. Und er fordert dich heute dazu, es auszuprobieren. Du wirst es nie bedauern. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre euer Herz und Sinne in Jesus Christus bis zum ewigen Leben. Amen. Und lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, Herr Himmels und der Erden, wir bitten dich herzlich, du wollest deine christliche Kirche mit allen ihren Lehren und Dienen durch deinen Heiligen Geist regieren, dass sie bei der rechtschaffenen, unverfälschten Lehre deines reinen Wortes hier und allenthalben erhalten werden möge, dadurch dein Reich unter uns vermehrt, der wahre Glaube in uns erweckt und gestärkt werde, auch die Liebe gegen alle Menschen in uns erwachse und zunehme. Ferner bitten wir dich, Herr aller Herren, du wollest auf dies, unser teures Vaterland, mit Gnade herabsehen, es bei seiner Freiheit unverkürzt erhalten und seine leibliche und geistliche Wohlfahrt immer da fördern. Lass dir in deinem Schutz und Schirm befohlen sein, alle Beamten des Landes, setze sie sämtlich zu deinem Segen und kröne sie mit Gnade und Wohltat für und für, damit wir unter ihrer Regierung ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. In Sonderheit bitten wir dich, lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über dieser ganzen Gegend und allen ihren Einwohnern und gedenke auch in Gnaden an diese Gemeinde. Sei du allmächtiger Schutzherr deiner Kirche, auch ferner unter uns mit deiner Gnade und Hilfe. Ziehe deine Hand nicht von uns ab und gib zu allen Unternehmungen für unsere zeitliche und ewige Wohlfahrt dein göttliches Gedeihen. Verleihe uns heiligen Mut, guten Rat und rechte Werke. Fördere alle christliche Handlung, Nahrung und Hantierung und lass dabei da einen jeden mit allem guten Gewissen vor dir wandeln und sich redlich nähren. Nimm dich in Gnaden an alle Kranken, Armen, Witwen und Waisen, behüte alle Schwangerinnen, Kinder und Säugerinnen, geleite alle Reisenden auf den Wegen ihres Berufes zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Erbarme dich alle Angefochtenen und derer, die um deines Namens willen Verfolgung leiden. Tröste sie, o Gott, mit deiner Güte und erlöse sie endlich nach deinem väterlichen Wohlgefallen. Wende ab
und schädliches Ungewitter, Misswachs, Teuerung, Krieg, Feuers- und Wassersnot und andere Plagen. Lass dir, o gnädiger und barmherziger Vater, befohlen sein, unsere lieben Mitglieder Betty Kern, Lorraine Rummer und Samuel Lehr, die krank da niederliegen, nimm dich ihre herzlich an und verleihe die nötige Stärke zu ertragen, was ihnen leidet, und tröste sie mit der Gewissheit deiner Liebe und deiner Heilungskraft. O Herr des Lebens und des Todes, der du die Menschen sterben lässt und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder, wir bitten dich für die Hinterlassenen von Elaine Weiss und Lillian Lee, die du gerufen hast aus der Zeit in die Ewigkeit, tröste und erquicke sie mit der süßen Hoffnung eines fröhlichen Wiedersehens. Lehr uns aber auch hierbei bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug und dermaleinst selig werden. Wir danken dir, lieber Vater, für das 60. Ehejubiläum von Richard und Doris Bechtel. Wir preisen dich, dass du den Ehestand unter uns Menschen verordnet und gesegnet hast. Wir bitten dir, dass du dieses Ehepaar mit deinen Segen gekrönt und sie durch ihre Ehe beschützt und beschirmt hast. Bleib, o treuer Vater, ihr Beistand in der Zukunft wie in der Vergangenheit. Wir beten für die heutigen Kommunikanten, dass sie den wahren Leib und das Blut Christi zu ihrem Wohl genießen und dadurch die Vergebung ihrer Sünden demütiglich empfangen. Stärke ihren Glauben und tröste sie, Herr, in deiner Gnade. Dies und alles andere, das wir heute in unseren Herzen vortragen, verleihe uns um deines Sohnes, unseres Heilandes willen. Amen. Und recht, billig und heilsam ist es, dass wir dir, Herr, heiliger, allmächtiger Vater, ewiger Gott, allzeit und allenthalben Dank sagen, durch Christum unseren Herrn, durch welchen deine Majestät loben die Engel, anbeten die Herrschaften, fürchten die Mächte, die Himmel und alle Himmelkräfte samt den seligen Seraphim mit einem helligen Jubel preisen,
Mit ihnen lass auch unsere Stimmen uns vereinen und anbetend zu dir sprechen. Lasst uns beten, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, als wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, der verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis.
diesem Brot esset und von diesem Kelche trinket, sollt ihr, dass der Tod verkündigen, bis das herkommt. Lasst uns beten. Wir danken dir, allmächtiger Herre Gott, dass du uns durch diese heilsame Gabe hast erquicket und bitten deine Barmherzigkeit, dass du uns solches gedeihen lassest, zu starkem Glauben gegen dich und zu brünstiger Liebe unter uns allen, durch Jesum Christum, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr erleuchte sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.